Also kommen wir jetzt zur Regressionsrechnung. Und auch da ist es so, wir haben also Datenpaare xi, yi, i gleich 1 bis n. Und suche die beste lineare Funktion durch diese Daten. So, die grundlegende Überlegung sieht jetzt folgendermaßen aus. Hier trage ich x auf, hier y und ich nehme jetzt mal nur 3 Punkte. Wenn Sie schon mal ein Physikpraktikum mitgemacht haben, dann kennen Sie eine geraden Anpassung einfach mit dem Lineal. Das heißt, man hat hier die Punkte vorliegen und jetzt geht man mit dem Lineal hin und versucht hier irgendetwas durchzulegen, was anschaulich einigermaßen durch die Punkte geht. Das hier verbindet zwar die ersten beiden Punkte, aber der hier liegt weit weg. Das hier verbindet die oberen beiden Punkte und der liegt weit weg. Sowas zu machen, ist wahrscheinlich auch nicht gut. Also die vernünftigste Kurve wird wahrscheinlich irgendwie hier liegen. Ich skizziere jetzt mal eine in Rot. So. Aber ob diese Kurve jetzt die beste ist oder ob die hier besser ist, das kann man jetzt natürlich mit dem Auge nicht mehr entscheiden. Man braucht also ein Kriterium, um festzustellen, wann ist die Gerade denn eine gute Gerade. Und das Kriterium könnte sein, dass man sich anschaut, ja, wie weit ist denn die Gerade von den einzelnen Punkten entfernt. Dazu muss man sich jetzt überlegen, wie definiert man den Abstand eines Punktes von einer Geraden in der grundlegenden Geometrie. Da macht man eigentlich Folgendes, dass man hier sozusagen das Lot fällt. Und dann ist also hier senkrecht von hier aus auf die Gerade und der Abstand, das ist der Abstand, den man in der Geometrie als Abstand eines Punktes von einer Geraden definiert. Der ist aber ausgesprochen schwierig zu berechnen. In der Statistik macht man es sich einfacher. Man nimmt sozusagen den Abstand bei einer x-Stelle, also den Abstand, den nimmt man sich her. Wenn ich jetzt mal die 3 Punkte betrachte, dann wäre das ja jetzt hier x1. Nein. Das hier wäre x1, das hier wäre x2, das hier ist x3, das hier ist y1, y2 und das wäre y3. Das heißt, was man sich jetzt tatsächlich anschaut, ist der Abstand, ja, in grün soll er doch jetzt sein, ist der Abstand und der hier. So, dazu müsste ich jetzt wissen, wie ich diese rote Kurve mathematisch beschreibe. Und die rote Kurve, das soll ja eine Gerade sein. Die kann ich beispielsweise so beschreiben, dass ich sage, eine Gerade ist gegeben durch y gleich, ja, ich mache es jetzt mal so, a0 plus a1 mal x. Und eigentlich läuft jetzt die Aufgabe darauf hinaus, diese beiden Parameter a0 und a1 so zu wählen, dass die Kurve hier durchgeht, gut durchgeht. So, wie groß ist jetzt dieser Abstand hier? Der hier. Wir schauen an der Stelle x1 nach, das heißt der Abstand hier von da nach da.
der wäre y an der Stelle x1 minus den tatsächlichen Wert, minus y1. Das ist der Abstand. Wie groß ist der Abstand an der Stelle? An der Stelle, das wäre also jetzt das hier. Das wäre y an der Stelle x2 minus y2. Was ist das hier? Y an der Stelle x3 minus y3. Wenn wir jetzt hingehen und y an der Stelle x1 minus y1 wählen, y an der Stelle x2 minus y2 und y an der Stelle x3 minus y3 betrachten und die drei addieren, dann ist das ja sowas wie der Gesamtabstand, den die Punkte von der roten Geraden haben. Das Blöde ist nur, einen ähnlichen Fall hatten wir eben schon mal, dass diese Differenzen mal positiv und mal negativ sind. Und von daher können die sich gegenseitig wegmitteln. Das könnte sogar dazu führen, nehmen wir mal ein ganz extremes Beispiel. Zwei Punkte, einer ist hier, einer ist da. Offensichtlich habe ich bei diesen zwei Punkten, sieht man die da? Ja. Eine richtige Gerade, die hier durchgeht, die hier. Die Gerade hier, die erfüllt das gleiche Kriterium aber auch wieder oben, denn der Abstand und der Abstand, die sind gerade gleich groß, aber der Abstand ist negativ, der ist positiv, das heißt, die Summe ist auch null. Das heißt, die Summe alleine ist ein schlechtes Maß, weil die auch wieder positiv oder negativ werden kann. Und das beheben wir auf die gleiche Weise wie eben auch, indem wir das Ganze nämlich jeweils quadrieren. Das heißt, was wir uns jetzt anschauen, ist die Summe der Abstandsquadrate und wie sieht die Summe der Abstandsquadrate aus? Das ist also y von xi minus dem tatsächlichen Wert an dieser Stelle. Der wird quadriert und der wird aufsummiert von i gleich 1 bis n. Das nenne ich jetzt mal Summe der Abstandsquadrate. Und was muss mit der Summe der Abstandsquadrate gemacht werden? Die muss so klein wie möglich werden. Die muss minimiert werden. So, die Summe schreibe ich jetzt nochmal hin. Die Summe ist also gleich i gleich 1 bis n. So, y von xi wäre ja dann a0 plus a1 mal xi minus yi. Und das Ganze quadriert. Und dann ist die Aufgabe, wir müssen hier in dieser Summe, x, i und y sind ja die Daten, die wir vorliegen haben, wir müssen in dieser Summe a0 und a1 so lange hin und her minimieren, bis s minimal wird. Das ist übrigens etwas, das können Sie mit Excel tatsächlich nachvollziehen. In Excel gibt es eine Solver-Funktion und da kann man dann dem Excel sozusagen mitteilen, minimiere die beiden Variablen so lange, bis jetzt diese
diese Summe minimal wird. Dann fängt er an, sozusagen zu suchen, fängt bei irgendwelchen Startwerten an und rechnet dann das S aus. Dann macht er A0 ein bisschen größer, rechnet das S aus. Wenn das S größer wird, muss er A0 kleiner machen. Dann wird das S kleiner, dann macht es nochmal kleiner, nochmal kleiner, bis es wieder größer wird. Und dann wird danach das A1 variiert und da sucht man das Minimum und dann tastet er sich durch diesen Raum von A0 und A1 also langsam an das richtige Minimum ran. Das konnte man in der alten Zeit, als Leute wie Euler, Bravais und Pearson sich das Ganze zu Gemüte geführt haben, natürlich nicht. Insofern musste man das auf intelligentere Art und Weise machen. Und da hat man sich dann Folgendes überlegt. Wir haben jetzt folgende Aufgabe. S hängt ab von A0, A1 und den Daten. Die Daten sind vorgegeben. Was also in dieser Größe unbekannt ist, das sind A0 und A1. Wir betrachten jetzt S als Funktion von A0 und A1. Und das haben Sie, glaube ich, in der Mathematik schon gelernt. Wie kann man das Minimum einer Funktion bestimmen? Ja, man muss die Funktion nach der Variablen ableiten und gleich 0 setzen. Und das machen wir jetzt. Im Grunde genommen müsste man dann im nächsten Schritt auch noch die zweite Ableitung bilden und schauen, ob die größer oder kleiner als 0 ist. Aber das können wir uns hier sparen. Also, wie bestimmen wir das Minimum? Leite nach A0 ab und setze gleich 0. Daraus folgt A0 und dann leite nach A1 ab und setze gleich 0 und daraus folgt A1. So, und ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich bin ja eigentlich Physiker und so ein bisschen Mathematik macht ja auch Spaß. Also, schauen wir uns das mal an, ob wir das hinbekommen. Also, S ist diese Größe hier oben. Die wird jetzt erstmal nach A0 abgeleitet. S nach A0 abgeleitet. Und wenn es nur eine Variable wäre, dann könnte man ein richtiges D hinschreiben. Jetzt haben wir aber mehrere, also schreiben wir da diese krummen Ausdrücke. D nach DS nach DA0 von Summe I gleich 1 bis N. A0. Plus A1xi minus yi zum Quadrat. Das ist. Jetzt müssen wir die ganzen Ableitungsregeln anwenden. Die Ableitung einer Summe ist die Summe der Ableitungen. Also das ist Summe i gleich 1 bis n d nach dA0 von der großen Klammer. Von A0 plus A1 xi minus yi zum Quadrat. Das ist die Summe vorne vor, die bleibt jetzt natürlich erstmal stehen. Die Ableitung von der Klammer zum Quadrat, da gibt es jetzt die sogenannte Kettenregel, ist zweimal die Klammer mal die innere Ableitung. Also ist 2 mal die Klammer. Was steht in der Klammer? A0 plus A1xi minus yi. Mal die innere Ableitung. Also mal die Ableitung von A0 plus A1xi minus yi. Das ist eine Konstante. Wir leiten nach A0 ab. In dem Zusammenhang ist das ja auch eine Konstante. Das ist also alles konstant. Dann müssen wir nur A0 nach A0 ableiten. Und das gibt 1. Mal 1. So. Das war jetzt die Ableitung. Und dann ist die Forderung, das soll gleich 0 sein. So, jetzt sehen Sie aber, wir haben jetzt hier eine Gleichung, der ist alles bekannt. Die hier sind bekannt, die beiden noch nicht. Und wir bekommen jetzt eine Gleichung für zwei Unbekannte. So,
So, 2 mal 1 ist 2. Also haben wir hier stehen Summe 2 mal die Klammer. Summe von 2 mal die Klammer, ist jetzt das Distributivgesetz, können wir die 2 nach draußen ziehen. Also das Ganze ist 2 mal die Summe. Die soll aber 0 sein und das ist nur der Fall, wenn die Summe i gleich 1 bis n a0 plus a1 xi minus yi, wenn das 0 ist. So, und jetzt ziehen wir die Summe sozusagen auseinander. Die Summe von dem Ganzen, weil es umorientiert ist, ja die Summe von dem plus die Summe von dem und plus die Summe von dem. Das heißt, das wäre jetzt Summe i gleich 1 bis n a0 plus Summe i gleich 1 bis n a1 mal xi minus Summe i gleich 1 bis n von yi und das ist gleich 0. So, das ist nochmal zur Erinnerung. Was würde das hier ergeben? Die Summe i gleich 1 bis 3 von a0. Oder vielleicht machen wir das noch anders. Schauen wir hier einfach mal 4 hin. Die Summe von i gleich 1 bis 3 von 4. Das heißt, ich muss den Ausdruck hierher nehmen, der hier steht, und den dreimal addieren und jeweils das i ändern. In dem Ausdruck kommt das i aber gar nicht vor. Also steht da, bei i gleich 1 steht eine 4, bei i gleich 2 steht eine 4 und bei i gleich 3 steht ebenfalls eine 4, ist also 3 mal 4. Was ist Summe i gleich 1 bis 5 von a0? Ja, bei i gleich 1 ist es a0, bei i gleich 2 ist es a0 und so weiter, das ist 5 mal a0. Also sehe ich hier, das ist n mal a0. So, hier das xi, das sind ja die Datenwerte, die ändern sich andauernd, die hängen ja vom i ab. Aber das a1 ist eine Konstante, die kann ich nach dem Distributivgesetz rausziehen und dann steht da plus a1 mal Summe xi. Und diese rechte Summe, die bringe ich gleich auf die andere Seite. Das ist die Summe von yi. So, jetzt haben wir eine Gleichung. Und die schreibe ich vielleicht sogar noch an einer Stelle ein bisschen anders. Statt n mal a0 schreibe ich a0 mal n. So, jetzt haben wir eine Gleichung. Das n kennen wir, ist die Anzahl der Datenpunkte, die x-Summe kennen wir, die y-Summe können wir ausrechnen, kennen wir auch. a0 und a1, die wollen wir bestimmen. Wir haben also eine Gleichung für zwei Unbekannte. Allerdings haben wir noch eine zweite Bedingung. Denn jetzt haben wir gerade erst nach a0 abgeleitet. Wir können das Ganze aber auch nach a1 ableiten. So. Und d nach dA1 von S ist d nach dA1 von Summe i gleich 1 bis n a0 plus a1 xi minus yi zum Quadrat. So, jetzt die gleichen Überlegungen wie eben. Wir ziehen das in die Summe rein. Dann müssen wir den Ausdruck ableiten und die Ableitung von der Klammer zum Quadrat ist 2 mal die Klammer. Und in der Klammer steht a0 plus a1xi minus yi.
Und jetzt kommt noch was dazu. Und dann müssen wir noch die innere Ableitung von der Klammer bilden. Die müssen wir nach A1 ableiten. Dann fällt das weg, das fällt weg. Und wenn wir den Ausdruck nach A1 ableiten, bleibt x übrig. Und das muss wieder gleich 0 sein. Die 2 können wir dann, weil wir das Ganze 0 setzen haben, wieder rausziehen. Und dann sehen wir folgenden Zusammenhang. Ich mache jetzt auch gleich die Auseinanderziehung der Summen. I gleich 1 bis n. A0 mal xi plus die Summe i gleich 1 bis n. A1 mal xi Quadrat minus die Summe xi mal yi. Ist gleich 0. So, und dann können wir auch hier wieder das A0 und da das A1 rausziehen. Und jetzt sehen wir eine zweite Gleichung. Die sieht so aus: A0 mal Summe xi plus A1 mal Summe xi Quadrat ist gleich Summe xi mal yi. Und die Summe geht natürlich jetzt immer von 1 bis n. Jetzt haben wir zwei Gleichungen für zwei Unbekannte. Das ist die eine, und ich schreibe es jetzt vielleicht beide nochmal hin. Wir haben also jetzt zwei Gleichungen, A0 mal n plus A1 mal Summe xi gleich Summe xi mal yi. Und die zweite Gleichung ist A1 mal Summe xi. A0 mal Summe xi plus A1 mal Summe xi Quadrat gleich ist Ihnen natürlich sofort aufgefallen,